Fläche, die ich haben will. Aber ich weiß nicht, ob ich, wenn ich quasi tief genug terraforme, ob ich dann so eine Ebene quasi finde. Das weiß ich halt nicht. Man könnte es ja versuchen, aber ich wüsste jetzt nicht, wo. Oder mal hier mal kurz lang. So, genau, letztes Mal haben wir die Frage gehabt, wie wir quasi zu Leben kommen. Und ich glaube, das hat ein bisschen was zu Spieler. Zu das. Genau. Es hat ein bisschen was mit den unterschiedlichen Farben zu tun. Die du ja quasi auf der Map hast. Ja? Also hier solche Flächen zum Beispiel. Und da bin ich hingegangen und das ist wie so ein Sumpf. Und ich denke, dass man es daraus zieht. Denn daraus zieht man nicht diesen, wie sie hier haben, Fertile Soul, sondern irgendwie was anderes zieht man daraus. Und ich denke, dass man im Endeffekt dann daraus die Sachen macht. Aber ich kann nichts machen, ne? Sie hat schon Sling Ammo. Was ist denn Sling Ammo? Ah, das ist diese Schleuder, die man sieht. Warte mal, die bauen wir uns mal. Sling. Oh, genug von. Was? Warum kann ich nicht craften? Ah, 1 von 10. Das ist aber viel. Ja, warte, dann holen wir uns das Zeug schnell hier raus. Jetzt ein Plant Fiber. Nichts gefunden. Nichts gefunden. Da haben wir wieder was. Schon mal 2, 3. Nichts. Da 4. Nichts. Nichts. Ja, auf der anderen Stelle jetzt mal. 5, 6. Nichts. Also ihr seht, es geht mittlerweile schon echt gut von der Hand, ne? Einfach nur, weil ich mittlerweile schon so oft alles machen musste, dass man mittlerweile schon so ein bisschen weiß, wo welche Tasten sind und welcher. Nur an die Geräusche, ich bin noch nicht gewöhnt, Alter, dass du halt immer irgendwie was laufen hörst, obwohl nichts da ist. Es ist nichts da. Man hört das Gelaufe die ganze Zeit. Das macht einen schon so ein bisschen paranoid. Genau wie dieses Geräusch. Als hätte jemand etwas gegessen und es ist aber keiner da. Das ist so, so schlimm. So, wir haben genug. Wir haben genug. Jetzt craften wir uns das Teil. Sling Craft. Jawohl. Kann ich die equippen? Genau. Ob hier was essen gehört. So, ist die Frage. Das ist der Kampfmodus. Ich höre schon wieder was. Das ist so gemein, ne? Was K? Nee, L auch nicht. Was war das nochmal? T? T. Das Ding da reinziehen. Machen wir mal Equip. Dass es wegpackt. Ich kann es da nicht hinziehen. Ich kann es auf die andere Seite nehmen. Machen wir mal R. Aber ich kann damit nichts machen. Muss ich das auch equippen? Equip. Okay, jetzt habe ich das auch equipped. Dann nochmal auf R, auf Kampf. Aber ich kann nichts machen, ne? Ich kann dir absolut nichts machen. Oh, okay. Das sind Formationen. 3, 4, 5, 6, nichts, ne? Okay. Ah, jetzt habe ich was gemacht. Oh, cool. Oh, da fliegt aber nicht so weit. Schieß mal gegen Baum. Umso größer es ist, umso wuchtvoller wird es, oder wie? Warte mal, wir probieren nochmal. Was kommt? Zieh durch, Junge. Ist immer schneller? Oh Gott! Das Geräusch! Okay, gut. Genug gespielt.
Weiter geht's. Wir suchen immer noch so eine Stelle, dass wir Steine bekommen. Aber wenn nicht, müssen wir echt drüber schwimmen. Wenn wir hier nichts finden. Das wäre aber schade, aber eigentlich will ich nicht so unbedingt auf die große Insel. Aber es könnte langsam echt hell werden, ja? Wenn er wieder ein bisschen was sieht. Ich will die Brightness jetzt auch nicht so hoch ballern, muss ich ehrlich sagen, weil ich darauf kein Interesse habe. Aber ich habe göttliche 12 FPS gerade hier. Obwohl es dunkel ist. Aber wenn ich jetzt in den Himmel gucke, ist es mehr. Also, nicht so wie beim letzten Mal, wo ich in den Himmel gucke und die FPS droppen wie die Hölle. Ganz genau andersrum. Ah, ich will eigentlich nicht rüberschwimmen, muss ich ehrlich sagen. Ich habe kein wirkliches Interesse daran. Weil ich wollte erstmal die Insel hier quasi erforschen. Ich weiß auch gar nicht, ob ich wieder genug mit rübernehmen kann, also sprich Steine sammeln kann, so viele. Dann heißt es ja nachher wieder so, du bist überladen und ja, auch keine Lust hier alle 5 Minuten wieder rüber zu schwimmen. Weil ich jetzt erstmal den Check vorbereitet habe, also sprich, den wir gerade gebaut haben, das Haus, ja. Da habe ich halt das Holz schon alles an die Seite gepackt immer. Also man muss sich vorstellen, man fällt so einen Baum, bekommt so einen riesigen Holzstamm daraus, den man irgendwo hinschleppen kann. Die Figur läuft so lahmarschig. Oh. Lack of Doom. Oh. Oh Gott. So, jetzt geht's wieder. Pff. Alter Schwede, das war aber ein krasser Leck gerade. Ich glaube, wir müssen echt drüber. Ich sehe hier keine Chance, irgendwie was zu bekommen. Mal kurz rauszoomen und mal darauf gucken. Sieht man da ein Haus? Nö, ne? Spieler. Ich weiß nicht, was es sein soll. Ob es quasi ein eingetragenes Königreich sein soll, dann im Endeffekt. Nach das man suchen kann. Aber ich brauche halt Stein, ne? So, 80 Nahrung haben wir noch. Ich hab so ein bisschen die Reiter umgesetzt, wie man sieht. Ich finde die Anordnung so ein bisschen schöner. Also nicht übersichtlicher, aber halt einfach, das ist hier an einem Fleck sind alle. Und nicht quer über den ganzen Bildschirm verteilt. Aber ich finde keinen so einen Steinhaufen. Das kann doch nicht sein. Klar, ich hab hier... Warte. Ich probiere es jetzt mal anders. So, so. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, dass umso lower man kommt, dass ich quasi dann irgendwann Steine im Inventar habe einfach. Aber irgendwie passiert doch hier gar nichts, oder? Wir sind auf 29.1. Ich habe eigentlich gar keine Surf. Doch, es ändert sich schon was. Habe ich was im Inventar, was Brauchbares? Ja. Boah, ich will es überladen. Mal den Mist rausschmeißen hier. Was Lustiges, ich habe... Was ist jetzt? Ach, er macht. Aber es dauert halt ewig. Bis er halt alles raus hat. Weil halt in 30er Schritten immer alles aus dem Inventar schmeißt. Also jetzt bei dem Sand zumindest. Ich muss an Stein kommen. Okay, ich denke, ich werde eventuell doch rüber müssen zur Insel. Ach, das ärgert mich. Ich will eigentlich nicht hin. Das wollte ich mir irgendwann mal aufsparen. Dass man da quasi... Klar, jetzt bauen wir da oben ein Haus und das war's dann erstmal. Dann gucken wir halt, bauen wir noch die ganzen anderen Sachen, was das überhaupt für alles für Sachen sind. Ich kann den nur Observe machen. Ach, das ärgert mich. Ich kann da halt keinen Stein rausholen. Im ersten Video konnte... Habe ich das aufgenommen? Ich glaube ja. Ich habe das aufgenommen. Im ersten Video konnte man ja sehen, quasi, wie ich auf so einem Steinhaufen stehe und quasi einfach nur Lower Ground Level mache und wir dann halt den ganzen Inventar mit Steinen voll hatten. Ich glaube 30 oder 40 Stück gleich. Aber jetzt finde ich hier keinen so einen Haufen.
Oder ich bin schon 10.000 Mal dran vorbeigerannt. Das kann natürlich auch sein. Ich habe nicht gehofft, dass man auf der kleinen Insel auch nur so ein bisschen was findet. Aber. Huh. Dem scheint ja wohl nicht so. Oder? Hier? Nee. Mm-mm. Ja, mal die Schaufel ins Inventar ziehen. Also auf uns ziehen, nicht ins Inventar. Hast du wieder Wasser? Oh, ist hier sowas? Nee, auch wieder nicht. Man braucht ja ein echt übelst hohes Skill-Level, um überhaupt meinen zu können. Das ist ja enorm viel, was du da an Punkte brauchst. Das ist mit Level 60 erst machbar, ja? Das ist einfach so krass. Guck mal, da geht die Sonne auf, mitten im Wasser. Ja, es ist halt nur so ein kleiner Bug, aber ich finde es eigentlich... Ach, shit. Nee, jetzt bin ich schon lauter Quatsch nicht geguckt. Ah, den sollte ich auch schon wieder ein Stück überladen. Mit der Schaufel. Ja gut, wenn wir jetzt hier halt nichts finden, dann müssen wir wirklich rüber. Es bleibt uns echt nichts anderes übrig. Was ist bad? Ja, und da ist natürlich die Frage, finden wir es auch gleich beim ersten Mal? Vor Anhieb quasi. Immer so eine Sache, wo die Dinger liegen. Aber es wird langsam Tag. Das ist ja schon mal wenigstens eine positive Sache daran. Dann sieht man das wahrscheinlich schneller. Ich würde sagen, wir gehen jetzt hier noch vorne bis an die Spitze und dann geht's rüber. So. Da muss ich mal gucken eigentlich. Eigentlich hatte ich die Idee, diesen riesigen Berg, ja, wirklich zu bevölkern quasi, also ja, was heißt zu bevölkern, halt Häuser zu ballern und im späteren Verlauf vielleicht auch noch quasi erstmal so ein Dorf, ne, so ein kleines und dann halt quasi immer ein bisschen mehr, so eine Burg, dann eine Mauer drumrum und ich bin gespannt, ob wir das noch hinbekommen. Das heißt, je nachdem, wie oft der Server neu gestartet oder neu gemacht werden muss, ne, dauert das ja auch dementsprechend länger. Hm. Aber ich finde hier wirklich nicht so eine Steinfläche. Man findet zwar mal so eine vereinzelten Steine, ja? Das ist aber nicht diese Fläche, die ich meine. Ja. Gestern zum Beispiel wollte Steam auch Ewigkeiten nicht dieses Spiel laden. Man hat dann immer gesagt, so ja, Anwendung ist schon im Progress und hast du nicht gesehen. Da habe ich Windows neu geupdatet, ja, weil mein Rechner ist ja so intelligent, ich habe es auf automatisch gestellt, aber er macht sich automatisch. Ist halt Windows, ne? Also da braucht man ja nicht allzu viel zu sagen. Und auf jeden Fall, danach ging es eigentlich. Und da war halt das Problem mit dem Server. So, jetzt sind wir in unserem Häuschen wieder angekommen, unserem Check. Und ja, nichts gefunden. Das heißt, wir müssen schwimmen. Aber wenn das Rumgelaufen halt zu langweilig ist, ne? Also, ich kann es dann halt auch cutten. Es kommt ja ganz darauf an, wenn man das sehen möchte oder nicht. Gucken wir mal, ist das ein Apple Tree? So, jetzt kann man zum Beispiel gucken, Inspect the Tree, ne? So, der sagt jetzt an. So, die Qualität ist 51, ja, ist ziemlich gut. Man bekommt 20 Äpfel daraus und einen Apfelsprossling quasi. So, jetzt fahren wir uns mal Äpfel. So, wie viel haben wir? Ein. Sehr gut. Nochmal. Wieder nur ein. Oh, das ist aber mühselig gerade. Und man ist schon auf 61 runter. Wow. Ist ganz schön tief gefallen. So, gleich mal essen. Wupp. Gleich noch ein. Wupp. Aber letztes Mal haben wir uns mehr Essen gegeben. Da waren wir fast jedes Mal voll.
Jetzt mittlerweile gibt es, glaube ich, nur 5 oder so, wie das ausschaut. 4 sogar bloß. Boah. Ja, jetzt nicht gedacht. Oh, gut, wir sind doch ziemlich viel gerannt jetzt und haben deswegen Hunger verloren. Kekse haben wir ja auch noch. Also, von dem wir kein Hunger. Ist das die Insel? Nee. Gott sei Dank, das sah so nah aus hier, der Strand da vorne. So, wir begeben uns jetzt rüber. Müssen wir ja, wir brauchen Steine. Wozu braucht man die Steine? Ach, für den Hammer, glaube ich. Wollen wir uns einen Hammer machen? So, nicht wieder runterfallen lassen. So. Du musst schwimmen, schwimmen. Oh, keine Schwimmgeräusche. Okay. Ach, ey, Hauptsache, es kommt jetzt nicht irgend so bescheidener Wolf hier. Ich muss ja gleich wieder blutig kloppt. So wie das letzte Mal. Aber ich wollte ja eigentlich an dem See hier, ne? Hier ist ja so ein See, da wollte ich nicht als erstes mein Haus umbauen. Und was passiert? Ja, ich haut erstmal einen Wolf blutig. Da habe ich mich sehr darüber gefreut. Ja. Ich denke mal, wir werden auf die Lichtung da schwimmen. Also da. Was haben wir hier am Strand alles? Nichts. Ich habe, glaube ich, die Tiere, ich glaube, um einen Tick höher gestellt. Also vorher war es auf 5. Und da waren echt selten Tiere. Jetzt ist es auf 10, glaube ich. Ich bin gespannt, ob der jetzt mir mehr über den Weg rennt oder nicht. Im Kopf, wie gesagt, jetzt gucken wir erstmal nach Steine. Ich weiß nicht, ich denke, wir werden uns den Hammer gleich hier craften. Oder zusammenzimmern, sagen wir mal so. Wir müssen ein bisschen auf die Ausdauer gucken. Soll nicht wieder so rapide runterfallen. Zumindest nie auf 0 kommen lassen, weil ihr seht, da gab es einen Abzug in der B-Note für die Aktion. Ja, irgendwie sieht es hier auch mau aus. Mit diesen Flächen. Ich will jetzt eigentlich auch nicht so weit ins Landesinnere, weil wir den Weg hier wieder zurücklaufen müssen. Ja, was ja ein bisschen länger dauert. So, auf 20, zack. Da durchatmen den Jungen. Wir müssen halt auch noch aufpassen auf wilde Tiere, weil Wölfe sind echt übel. Der hat mich ja auch vom Leben her auch ziemlich runtergezogen gehabt, mit einem einzigen Treffer. Und ich war auch verwundet. Aber. Gut, wir haben jetzt eine Waffe, ja. Was uns eventuell was bringen könnte. Messer könnten wir uns eigentlich auch machen, siehst du? Das müssten wir auch noch machen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob man jetzt schon Leder machen kann. Wenn man jetzt quasi einen Wolf tötet oder einen Elch oder was für Tiere hier auch immer rumrennen. Oh, hier ist aber. Alter, hier sieht aber auch schick aus. Boah, ist aber. Sieht gut aus hier. Hm. Nur die Frage, wo hier so eine Stelle ist. Das ärgert mich jetzt schon irgendwie sehr doll. Wir fallen schon wieder ganz tief runter. Hm. Alter, das kann doch nicht so schwer sein, so eine Stelle zu finden, oder? Ich habe mir jetzt auch nicht die Update-News angesehen, ob das vielleicht auch gar nicht mehr geht oder ob es die auch gar nicht mehr gibt. Keine Ahnung. Also wir könnten ja mal so intelligent sein und die Sachen einfach wieder zurückpacken. Einfach nur, damit wir halt auch weniger Gewicht haben. Zumindest an uns selber. Die waren kein Gewicht, die Dinge. Okay, hätte ich jetzt nicht gedacht. Man könnte auch länger rennen. Ne? Ohne Schaufel und ohne Sling. Hm. Alter, das kann doch nicht wahr sein.